Knapp 26 Stunden noch, dann ist 2021 Geschichte. Ein weiteres Jahr, das überschattet wurde von der Corona-Pandemie. Es war, um es mal vorsichtig zu formulieren, ein Jahr mit besonderen Herausforderungen. Die aber viele Menschen im Norden angepackt haben, so wie ein Musiklehrer in Schleswig-Holstein, der in seiner Freizeit ein Online-Orchester gegründet hat und damit Menschen aus der ganzen Welt verbindet. Als ich damit angefangen habe, überlegt man natürlich, wer macht da mit und so. Und ich habe dann meine Bekannten und Freunde angeschrieben, habt ihr Lust auf so eine Aktion? Und die haben witzigerweise alle sofort gesagt, ey, total cool, haben wir noch nie gemacht, lass uns das mal ausprobieren. Der erste Song, den wir gemacht haben, war Eye of the Tiger. Ich habe natürlich viel überlegt, was könnte man machen. Und für mich war aber irgendwie klar, es muss ein Stück sein, was wirklich jeder Mensch auf der ganzen Welt kennt. Wir haben das immer zu zweit aufgenommen, aber trotzdem dann immer alleine im Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer. Und dann klang das so noch nach gar nichts. Und dann auf einmal wurde da sowas Riesiges draus. Das war schon beeindruckend. Und man hat gehofft, dass das alles gut wird und dass das Gesamtergebnis nachher irgendwie passt. Aber die Technik von Jens hat das super zusammengefügt und er hat das total gut arrangiert und das Ergebnis war einfach überwältigend. Und dann ist so eine, ich sag mal, so eine Online-Familie so ein bisschen entstanden. Natürlich brauchen die Musiker, damit sie in, im Tempo spielen, auch einen Dirigenten. Und da habe ich dann überlegt, dass ich mich selber beim Dirigieren aufnehme, denen das dann auch zur Verfügung stelle, damit sie dann sozusagen zu Hause mit dem Video zusammen sich selber einspielen können. Etwas komisches Gefühl, vor einem leeren Probenraum zu dirigieren, aber für die Musiker war das eben sehr, sehr wichtig. Die Entscheidung für Rocktitel lag für mich eigentlich relativ nah und Rock ist einfach aus meiner Sicht ein Genre, was weltweit funktioniert. Ich habe das anfangs gar nicht so richtig verstanden, aber als mir dann Leute gesagt haben, ey, dank dir habe ich eine Struktur in meinem Homeoffice-Alltag, das war ja für alle irgendwie neu. Und insofern war das für mich natürlich ganz, ganz toll zu erleben, welche Kraft das dann wirklich hat. Und darum ging es eigentlich, ja. Dieses auch in dieser Corona, in dieser Lockdown-Zeit quasi einen Grund zu haben, sein Instrument in die Hand zu nehmen und zu proben und dann eben was abzuliefern und dann zum Schluss ein mega cooles Video zu haben, wo man sagen kann, hier war ich dabei. Ich plane im Moment ein Online-Orchester-Live-Konzert. Im Theater in Itzehoe. Und wenn ich da genügend Musiker aus woher auch immer zusammenbekomme, dann spielen wir vielleicht mit den Stücken, die wir jetzt in den letzten Jahren gemeinsam gespielt haben, doch noch ein echtes Live-Konzert. Und dann ist es vorbei. Drücken wir die Daumen, dass es 2022 klappt mit einem Live-Konzert. Bis dahin geht's im Netz weiter und die letzten Minuten in diesem Jahr hier bei NDR Info gehören Jens Illemann und seinem Corona-Spezial-Online-Orchester Simply the Best.
Simply the best. Und auch wir wünschen Ihnen nur das Beste fürs neue Jahr.